Moin Freunde, was geht und herzlich willkommen. Wir sind wirklich nur noch ein paar Stunden vor dem Reveal von COD Next. Das heißt, das große Event, wo ganz viel Creator aus Deutschland, Kaiser, Gustav Gabel ist da, Stylus ist da, amerikanische Creator, kanadische Creator, Creator, die ich noch nie gehört habe. Das sind auf jeden Fall ganz viele Leute, die mit Warzone und COD natürlich viel zu tun haben und auch bekannt sind. Und da sehen wir das allererste Mal jetzt die Modern Warfare 2 Beta oder Modern Warfare 2 als Multiplayer und angeblich auch Warzone 2. Und das Thema, was uns ja seit 3 Jahren beschäftigt, und da werde ich jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, wie es aktuell funktioniert, ist ja Skill-Based Matchmaking. Und es wurde ja seitens des einen Entwicklers von Activision vor ein paar Wochen einmal angekündigt, dass man unter anderem, da habe ich ein Video zugemacht, findet ihr auch bei mir auf dem Kanal, ich versuche es euch zu verlinken, ich vergesse es sowieso. Der hat ja in diesem Artikel darüber geschrieben, dass man eingesehen hat, dass Skill-Based Matchmaking, wie es aktuell funktioniert, nicht genau das ist, was die Community möchte. Ja, was für eine Überraschung. Zu gute Spieler boosten sich in komplette Anfänger-Lobbys. VPN benutzen viele von uns, ich auch. Und übrigens, ich zeige euch 2 Clips. Ihr könnt ja mal raten, welcher mit VPN erspielt wurde und welcher nicht. Links. Ah, der haut zu dicken ab. Er ist immer noch auf dem Wasserturm, er bewegt sich da auch nicht weg. Ja, irgendwas ist das doch. Ah, auf dem Klander. Na, welcher ist mit VPN und welcher nicht? 90% sind falsch. Beide sind in der VPN-Lobby gewesen. Ihr seht, was ich meine. Der eine gehört halt gar nicht in so eine Lobby. Den kriegt man aber auch im normalen SBMN-Lobbys, wenn es für den blöd läuft, weil der Algorithmus mal spackt. Und sowas anderes wie solche Gunfights ist halt einfach gar nicht witzig. Egal, ob man den gewinnt oder verliert. Wenn man die zwischendurch hat, wie das früher war, ist alles in Ordnung. Aber meine normale KD besorgt Lobbys, in denen ich nur so spielen muss. Und am Ende des Tages bin ich zwar Creator, kommt ein Follow gerade rein. Am Ende des Tages bin ich zwar Creator, aber ich bin auch ein ganz normaler Spieler und ich möchte, gerade wenn ich am Stream bin und mit Zuschauern spiele, deswegen dicke Einladung für euch, Twitch.tv Schepperfeuer, Leute. Da könnt ihr mich auch wirklich sehr privat und nochmal auf einer ganz anderen Seite kennenlernen als hier auf YouTube. Wir gucken uns zusammen die Beta an, jetzt am Donnerstag, und Freitag spielen wir sie auch und ihr könnt auch mitspielen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Follow da lasst und mir eine Chance gebt, euch zu überzeugen, dass ich eigentlich ein ganz witziger Typ bin und nicht so ein Idiot, wie viele vielleicht denken. Auf jeden Fall spiele ich halt auch mit Zuschauern, ich spiele mit Freunden, mit Kumpels, mit Guten, mit Schlechten. Und mir persönlich macht es unglaublich Spaß, schon seit vielen Jahren. Ich gehe nicht mehr so auf Nukes, die mache ich eher, ja, die kommen nebenbei, die jucken mich nicht mehr, wenn ich Multiplayer spiele. Es ist eher so Fun-Waffen ausprobieren, so Broken-Klassen. Heute zum Beispiel spiele ich Waffen, die sich die Zuschauer aussuchen können. Und das ist halt übel, wenn ihr eine hohe KD habt, weil ihr einfach ein guter Spieler seid, aber wirklich just for fun spielen wollt und euch mit absoluten Metaklassen rumärgern müsst. Und könnt ihr in die Kommentare schreiben, aber welche MP seht ihr seit Season 5 eigentlich durchgängig bei jedem Gegner? PPSH, oder? Ich weiß. 90% PPSH, 5% Armagera, 5% irgendwas anderes. Es macht keinen Spaß. Es ist nervig, immer gegen das Stärkste spielen zu müssen. Und SBMM sorgt aber dafür, wenn man ein besserer Spieler ist. Und jetzt haben sie angekündigt, oh, wir müssen daran arbeiten. Und erstmal möchte ich hier keine Hoffnung von irgendeinem ins Unermessliche steigen, dass Activision die Formel für Skill-Based Matchmaking so sehr reduziert, dass es plötzlich gut ist. Das ist Schwachsinn. Aber es gibt ein paar Vorschläge, die ich euch nennen möchte, die ich auch übrigens schon vor mehreren Wochen, als dieses Thema aufkam, an den Support von Activision geschickt habe, mit einer Standardantwort, dass es bearbeitet wird. Also ich habe nicht mal darum gebeten, dass davon was übernommen wird, sondern nur Ideen eingereicht. Und trotzdem möchte ich mit euch darüber sprechen, weil es gibt ja zumindest die Hoffnung, dass am Algorithmus irgendwas geändert wird. Und bevor ich das mache, möchte ich euch aber einmal ganz kurz etwas zeigen für den September, Leute. Wenn ihr jetzt anfangt mit Modern Warfare 2, Konsole, PC, ihr wisst, ich bin Konsolenspieler und ich habe seit 4 Monaten Superlevel an der Seite. Das, ich kann es euch nur sagen, sind die besten Controller, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Hinten die Pedals dran, ihr könnt genau hinhören. Knöpfe, Pedals, habt ihr alle Optionen, die ihr irgendwie euch vorstellen könnt. Es gibt ein September-Angebot.
Ihr seht das, das ist das Angebot für den Monat September. Die Jungs von Superlevel, ich liebe die Jungs, wirklich jeden Einzelnen. Und hinter dieser Partnerschaft stehe ich jetzt bald ein halbes Jahr schon wieder und so hart mit dem Herzen. Sehr geil, ihr habt die Möglichkeit für 4, für 2, ihr habt Supergrip da dran, ihr habt verschiedene Farbmodelle. Ihr könnt euch aussuchen, wie die Pedals angelegt sollen, also ob X oder Kreis oder sonst was. Mega krass und ihr könnt euch hier durch die einzelnen Monate durchklicken. Wenn ihr den Code Chappy benutzt, unten ist gleich ein Link für euch, spart ihr beim Einkauf sogar 5%. Und ich kann euch nur sagen, das gesamte Feedback, ihr könnt auf meinem Discord kommen, da gibt es extra einen Kanal fürs Feedback mit den Bildern von den Bestellungen von den Jungs und Mädels, ist super. Und ich kann es euch nur empfehlen, für das neue Jahr habe ich hier, bin komplett ausgerüstet, nagelneuen von den Jungs gerade bekommen. Wirklich dicke Empfehlung. Aber was für Vorschläge habe ich denn, wie man das Thema Skill-Based Matchmaking und das Schützen von Anfängern davor, dass Hyänen und Wölfe wie Creator und ich und sonst wer so Level 1er aus den Lobbys ballern? Und im Prinzip ist das relativ einfach. Das Allerwichtigste ist, dass die Connection wieder am meisten zählt. Durch Skill-Based Matchmaking werden wir immer noch in Lobbys geworfen, wo wir zu Servern connecten, wo wir teilweise mit einem 70er, 80er, 100er Ping spielen müssen. Das ist deswegen ein Problem, weil das Game überhaupt gar nicht mehr realisiert, dass ich so weit weg bin von diesem Server, aber nur wegen meinem Skill und den Punkten mit Dietrich, Dattrich mit einer 2er KD aus, keine Ahnung, Italien zusammengematcht werde, während es in Deutschland irgendwie 20 Millionen Spieler gibt, jetzt hochgerechnet. Das heißt, Priorität Nummer 1, um Skill-Based Matchmaking aufzubessern, ist, dass die Connection, wirklich die Connection, das 1, wirklich das A und O sein sollte. Das zweite, und das ist ja, Activision hat Skill-Based Matchmaking nicht gemacht, damit schlechtere Spieler nicht durch die Gegend geballert werden. Wer das von euch glaubt, ist ehrlich gesagt blöd. Und ich lese es zwischendurch mal und denke, was glaubt ihr, Activision interessiert sich auch nur einen feuchten Dreck für schlechte Spieler? Activision weiß, wer die Kundschaft von denen ist. Und das sind nicht die super Hard-Pro-Player, sondern die Casual-Gamer. Und diese Casual-Gamer haben natürlich am meisten Spaß an einem Game, wenn sie das Gefühl haben, dass sie gut darin sind. Ihr kennt das auch. Ein Spiel, was ihr spielt, in dem ihr schlecht seid, da verliert ihr die Motivation, da gebt ihr irgendwann auf, da gebt ihr nicht noch Geld für aus. Und deswegen gibt es Skill-Based Matchmaking. Umso lower deine KD oder umso niedriger deine KD, umso besser ist sozusagen deine Lobby und du spielst gegen andere mit derselben KD. Ich spiele aber auch in meinen Nicht-VPN-Lobbys und auch VPN-Lobbys in 1,5er KDs in Rebirth, wo Leute sind, die eine 1,8er KD haben, aber nicht annähernd so gut sind wie einer selber, weil sie nur campen zum Beispiel. Das heißt, diese reinen Statistiken sagen ja nichts über den Spielstil aus. Mein Vorschlag wäre, und das ist eigentlich die größte Lösung, eine Protected Bracket für alle Neulinge, die Call of Duty beginnen. Und zwar entweder nach Spielzeit, das heißt zum Beispiel die ersten 5 Stunden oder die ersten 10 Stunden in-game, oder, um das noch transparenter für alle zu machen, einfach nach Level. Warum wird nicht jeder, der von Level 0 startet oder Level 1 bis Level 50 oder 30 oder 55 in Protected Brackets gebracht, wo man sich auch, sobald man über dieses Level hinaus ist, nicht mehr reinboosten kann? Es würde sofort jeden enttarnen, der mit Absicht Reverse boostet, mit Neffen-Account spielt, weil man selber mit einem Account über Level 50 dort nicht mehr reinkäme. Dazu müsste man dann nichts mehr weiter tun. Sobald man Level 50 oder eben 51 erreicht hat, würde man in einen ganz normalen Pool kommen, wo es dann nach Connection geht, wo es ein Low SBMM gibt, sowas wie in BO4 zum Beispiel. In BO4 haben sie mit dem Matchmaking probiert, dass nicht alle guten Spieler in ein Team kommen und alle schlechten in ein anderes. Das Ergebnis war, dass man als guter Spieler meistens 5 dabei hatte, die man carryen musste. Es war aber möglich, denn ihr habt nicht 6 absolute Teufel, nervige Movement, TikTok, TTV, Nervspaß gehabt, sondern Casuals, mal einen guten, mal einen schlechten, alles mögliche. Keiner würde davon schaden. Activision hätte immer noch die Spieler, die wirklich am Anfang sind, die ersten Stunden sich langsam reinfinden und bis man Level 50 ist, als Casual Gamer braucht man ja auch eine gewisse Zeit. Die Spieler könnten sich irgendwie, würden familiär werden mit dem Game und hätten, weil sie auf Erfolgen aufbauen, auch Spaß und würden dann trotzdem immer noch im Shop Skins kaufen und sonst was. Dazu wäre es meiner Meinung nach möglich, wenn man jetzt sagt, ja, aber
dass man in diese Protected Brackets auch einzelne Bots als Gegner und Mitspieler reintut. Sie überlegen ja sowieso 300 Computer oder NPCs in Warzone zu integrieren. Warum dich dann in den Multiplayer? In Fortnite ist es so ein Battle Royale. In Apex wird es anscheinend überlegt, was ich nicht ganz verstehe, aber gut. Und in Fortnite funktioniert es auch halbwegs. Einzelne Bots, so dass man die Lobbys schneller auffüllt, dass die Lobbysuche schneller geht, dass die Neuen, die vielleicht zum ersten Mal Call of Duty spielen, vielleicht zum ersten Mal einen First-Person-Shooter, die Möglichkeit haben, sich zu akklimatisieren, Gunfight zu haben und. Jedem wäre geholfen. Activision würde immer noch mehr als genug Geld verdienen. Meiner Meinung nach ist das die einfachste Lösung. Denn so wie Skill-Based Matchmaking jetzt funktioniert, sorgt es ja nur dafür, dass Leute davon genervt sind. Und da gehöre ich mittlerweile dazu. Das mache ich zwar nicht, sich irgendwie Reverse boosten mit Bot-Accounts, ist mir alles viel zu anstrengend. Aber es gibt halt viele, die das machen. Die sich einen Neffen-Account nehmen und dem nachjoinen und dann in der Lobby sind mit der 02er KD, wo alles Anfänger sind. Ohne Skill-Based Matchmaking gäbe es das gar nicht. Man könnte sich gar nicht in niedrige Lobbys boosten. Skill-Based Matchmaking ist an diesem ganzen Problem schuld, was man hat. Und diese Anfänger, Casual-Spieler, haben ja auch keinen Gefallen daran, wenn da plötzlich irgendwie so ein Dämon in die Lobby bei denen joint und die mit 180 Kills aus der Lobby ballert. Meiner Meinung nach ist das die beste und sinnvollste Lösung. Wie gesagt, Leute, zu Twitch seid ihr eingeladen, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu äußern. Ich weiß, viele von euch haben geschrieben, solange SBMM so bleibt, spielt ja kein COD mehr. Und ich möchte ehrlich sein, ich kann es zu 100% nachvollziehen und finde, das Skill-Based Matchmaking haben wir auch in Apex, haben wir in Fortnite, in COD, dass es nicht die Zukunft von Gaming sein sollte, aber gefühlt die Zukunft vom Gaming ist. Leute, folgt mir auf Twitch, kommt gern vorbei, lasst uns quatschen, lasst uns die MW2-Beta anschauen. Ich bin gespannt, was wir sehen, ich weiß es nicht. Und dann lassen wir uns mit dem Abo auf jeden Fall näher an das Ziel, vielleicht irgendwann von Activision eingeladen zu werden. Oh Gott, bitte nicht.